2016 fand nicht nur der 20. Brandenburger Düngetag in Prenzlau zu dem Thema Winterraps bedarfsgerecht ernähren statt. Nein, es ist ebenfalls das 20. Jubiläum des Vereins zur Förderung einer umweltschonenden Düngung, der den Brandenburger Düngetag seit bereits 20 Jahren jährlich veranstaltet. Ich finde es schon bemerkenswert, dass es hier in der Uckermark so engagierte Menschen gibt, die 20 Jahre so eine Veranstaltung hier auf die Beine bringen. Louis Wolfgang wird krank, habe ich gerade gehört, oder hat sich krank gemeldet, liegt wohl sogar im Krankenhaus. Insofern, Frank, habe ich eigentlich mir überlegt, jetzt bedanken wir uns mal bei euch. Und deswegen habe ich ein bisschen was mitgebracht und du kommst nach vorne. Und für alle anderen im Verein, du bist ja die gute Seele im Hintergrund. Und deswegen wollen wir euch auch ein bisschen ehren hier. Mit Blumenstrauß und natürlich mit Guten aus der Uckermark. Ne? Mach so weiter. Danke. Wie jedes Jahr waren viele interessante Vorträge zu hören. Die Landwirte und Gäste konnten sich mit den Ausstellern über Produkte und Ähnliches unterhalten. Aber auch ein Pläuschen in den Pausen mit Kollegen wurde gern genutzt. Ich bin der Dr. Carsten Lorenz vom Landesbauernverband. Ich freue mich, heute hier zu sein, zum 20. zum Jubiläum. Und ich freue mich auf eine schöne Veranstaltung. Mein Name ist Frank Scholz. Ich bin Außendienstmitarbeiter der Firma Lebosol, zuständig für den Bereich Mecklenburg-Vorpommern, nördliches Brandenburg und nördliches Sachsen-Anhalt. Ja, ich bin zum zweiten Mal hier in Prenzlau Düngetag dabei und ich hoffe, dass wir in diesem Jahr auch eine gelungene Veranstaltung hier vorfinden. Auch im letzten Jahr war diese Veranstaltung wieder sehr gut besucht und wird immer wieder gut angenommen von den Landwirten. Ich komme aus der Brandenburg. Ich arbeite bei der LMS Agrarberatung und bin für die LUFA im Außendienst, für die LUFA Rostock im Außendienst. Wir sind das zweite Mal auf dem Düngetag in Prenzlau und wir freuen uns auf anregende Gespräche mit den Landwirten und mit den Fachleuten und wir versuchen unsere Arbeit vorzustellen und für Fragen da zu sein. Ich bin von der Firma Agrarsoftware GPS-Systeme Harder. Wir stellen hier zum 20. Mal, denke ich, mit aus. Das ist immer wieder interessant, hier in der Prenzlauer Gegend mit auszustellen, weil hier viele größere Betriebe sind, wo GPS-Systeme eigentlich ein großes und aktuelles Thema ist. Also mein Name ist Jana Peters. Ich komme von der Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei in Mecklenburg-Vorpommern. Ich habe hier auf dem Düngungstag einen Vortrag gehalten zu Stickstoffeffizienz und Stickstoffdüngung im Winterraps. Und bin bis zum jetzigen Zeitpunkt sehr angetan von den Vorträgen, die hier noch gelaufen sind. Es ist ein sehr kompaktes Programm und ich freue mich auf die Dinge, die danach noch kommen werden. Bei der Begrüßung durch den Landrat Herrn Dietmar Schulze ist dem Verein zur Förderung einer umweltschonenden Düngung sehr viel Anerkennung ausgesprochen worden. Der Vorsitzende, der Herr Schütze und die Kolleginnen und Kollegen haben wieder viel Mühe und Arbeit investiert, damit die 20-jährige Veranstaltung wieder einen Höhepunkt in der Vereinsgeschichte darstellt. Die Teilnahme von anfangs 220 Gästen unterstreicht das für heute. Neben den Informationen zur Lage der Landwirtschaft und den Einflussgrößen haben wir also heute in 5 Fachvorträgen zum Einfluss des Nährstoffeinsatzes auf den Rapsertrag vieles gehört,
was in den nächsten Wochen von Bedeutung ist. Dank deshalb an alle Referenten und Diskussionsteilnehmer. Des Landesbauernverbandes im F12 vom letzten Jahr vorlesen. Geschrieben hat es Herr Dr. Schulze Leipzig, ich kenne ihn nicht, aber sein Kommentar spricht mir aus dem Herzen. Er hat gelesen, dass im Bundesland Brandenburg eine Abstimmung gegen Massentierhaltung stattfinden soll. Er schreibt, man kann das machen, aber es ist sinnlos. Vielmehr muss gleich die ganze Landwirtschaft abgeschafft werden, weil sie auf die Nutzung von Pflanzen und Tieren durch den Menschen beruht. Pflanzen sind nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen genetisch gar nicht viel anders als Tiere. Wir dürfen deshalb auch keine Pflanzen und vor allem keine Pflanzensamen essen, da sie ja Pflanzenbabys sind. Die Chemie ist ja heute so weit entwickelt, dass wir alle die chemischen Produkte, die in den Pflanzen und Tieren vorkommen, produzieren können. Wir sollten deshalb nur noch chemisch hergestellte Produkte essen. Das ganze Gerede von natürlichen Produkten, von Bioprodukten, ist Unsinn. Außerdem hat die Natur einen großen Irrtum begangen, als sie Pflanzen und Tiere entstehen ließ. Tiere sind Pflanzenworte und sollten deshalb vernichtet werden. Wir Menschen als Krone der Schöpfung sind dazu auch in der Lage. Er schlägt deshalb vor, aus den Tierschutzvereinen Tierabschaffungs- und Tiervernichtungsvereine zu bilden, damit Pflanzen in Ruhe leben können. Und das können sie auch, wenn die Tiere weg sind und wir nur noch die chemischen Produkte essen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Besuchen Sie uns auch nächstes Jahr, dann bereits zum 21. Brandenburger Düngetag. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.